Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir die Herausforderungen gemacht haben, wo wir jetzt auch weiterhin weitermachen. Ich würde sagen, wir machen, wie gesagt, mit den Wingsuit-Dingern weiter. Machen die komplett erstmal fertig. Sogar mit einem neuen, den ich noch nicht gemacht habe. 26.000. Sollte eigentlich theoretisch einfach sein. In der Praxis könnte es wieder ein richtig schwieriger sein. 26.000, das heißt, ich muss mindestens 13 Ringe perfekt durchfliegen. Und deswegen fokussiere ich mich komplett. Ja, gut, der meinte auch so, ich starte mal und lasse dich einfach hier oben raus. Perfekt durch. Das ist schön, wenn man gleich First Try das erste schafft. Das beruhigt einen ziemlich. Gut, dann würde ich sagen, das war das. Wir machen weiter mit dem nächsten. Au. Au. So wollte ich natürlich nicht das schaffen. So, also ab zum nächsten. Wo ist denn der? Gottes Willen. Total übersehen auf der Karte. Gut, wie gesagt. Zum nächsten Kurs. Wir gucken, wie viel wir brauchen. 43.000, das ist wieder ein längerer. Und wir brauchen mindestens 20 perfekte. Minimum. Also, ab dafür. Ja. Okay, da bin ich halt wirklich komplett aus dem Rhythmus gekommen. Aber ist eine sehr smarte Flugbahn, also das kann man machen. Also kann man schaffen, meine ich. So, aber auf jeden Fall nicht. Vorhin brauchen wir gerade mal, warte, kurz gerechnet. Wir brauchen nur 39.000, ne? Also zum Ende hin. Wird jetzt eventuell etwas knapp. Ach, komm schon. Oh, und jetzt haben wir es nicht mal geschafft. Ich krieg die Krise. Okay. 35.000. Das machen wir nochmal. Werden nur noch zwei gebraucht, also ganz ehrlich. Bin zwar kein Perfektionist, aber für die 100%. Oh, Gottes Willen.
so weit runtergegangen. Für die 100% mache ich's. Okay, also. Solche Huckler dürfen eigentlich nicht sein. Sonst komme ich nicht auf die Steuerung klar. Wieder fast geschafft. Alter! Komm schon, 43.000, das ist doch gar kein Thema. Einmal kurz die Finger wieder ein bisschen einrenken, dass sie wieder ein bisschen tippriger tippern können. Ey komm, ich bin noch durch den Roten eigentlich. Okay, ich bin ehrlich, die Roten sind echt sehr, sehr eng gesetzt. Solange man nicht in Just Cause Start spielen möchte, ist das echt fies. Ah. Ja. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, doch, das sollte reichen. Reicht. Wir haben es wieder geschafft. Oder? Ja, wollte gerade sagen, ich habe mich doch nicht verrechnet, oder? Gedanklich kurz nochmal durchgerechnet, aber nee. Hat gereicht natürlich. Sehr schön. Nächster Mod erst freischaltbar dann. Boah, dann würde ich sagen, klatsche ich erstmal fröhlich auf. Hol mir das, warum auch immer. Weil es geht. Und mach den nächsten Wingsuit-Kurs. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Aber sowas von komplett. So. Und da haben wir aber auch die erste Insel komplett fertig, mal, ne? Möchte ich komplett sagen. Also, dann ist sie halt wirklich komplett, komplett. Keine Herausforderungen, keine Stuntsprünge, keine Sammelobjekte mehr, gar nichts. Dann ist die erste Insel, ja, komplett Totenstille, was das anbetrifft. Und nochmal. Da hat mich die Laterne zu gern gemocht. Könnte man sagen. Da hat mich das Dach zu gern gemocht. Ah, okay. Wir schaffen das. Hallo! Da war gar keine Feldkante an meinem Bauch. Das war wieder eine Hitbox, die ein Stück weiter drüber liegt, ne? So ein minimales Stück. Da bin ich kein Perfektionist, das möchte ich auch sagen. Wie gesagt, nochmal, ne? Aber sowas sehe ich dann doch noch. Oh, er hat sich die Hand angeditscht. Deswegen muss er komplett abstürzen. Weil das ja komplett das Tempo rausnimmt, wenn man sich nur die Hand anditscht. Oh Mann, ey. Sorry, aber das ist halt ein bisschen... Jetzt werden sie echt pingelig hier gerade. Möchte ich fast schon sagen. Na gut. Oha. Nein! Ah, da hätte ich es fast geschafft und dann kommt dieses... Ja, scheiß Laterne kann ich nicht sagen, weil es ja keine scheiß Laterne ist. Okay.
Nein, einfach nur nein. Fokussieren und ruhig bleiben. Bin ich jetzt ernsthaft an den Passanten hängen geblieben? Oh, okay. Wir machen das nochmal. Wir kriegen das hin. Ist doch nicht dein verdammter Ernst. Oh, okay. War ein Fortschritt, war ein guter Fortschritt, aber ich bin immer noch auf dem Boden aufgeklatscht. Also muss ich am Ende da kurz eine große Kurve fliegen, mehr oder minder, damit ich da einigermaßen gerade durchkomme. Verdammt, ich noch eins. Wo kam denn jetzt der Passant her? Ich konnte nicht wieder normal fliegen, weil dann wäre ich voll in ihn reingekracht. Das ist halt auch wieder so ein bisschen ein Problem an lebendigen Maps, dass halt, wenn eine Herausforderung stattfindet, die Map ja dafür nicht extra geklärt wird, wie bei anderen Spielen. Und dann später wieder die Passanten eingefügt. Sondern, ja, permanent da sind. Ich weiß allerdings gerade nicht, welche Spiele da beispielsweise ganz gut zu nennen wären, wo die Map extra, sag ich mal so, aufgeräumt wird. Hallo Wand, schön dich zu treffen. Sorry. Ey, dieser eine Millimeter da, hätte ich den noch geschafft eben mit den Armen. Nein, ich muss ja noch gegen die Wand klatschen wieder. Ja, durch das Dach hatte ich kein Tempo mehr und dann bringt das Ganze auch nichts mehr. Gut. Was ist denn überhaupt die Herausforderung? 34.000. Also brauche ich ja eigentlich nur 34.000 schaffen, ne? Warte mal. Das sind, ja, 15. Nee, Quatsch, 17. 17 muss ich perfekt durchfliegen. Juhu, das hat geklappt! Das hat geklappt, gerade so doch!
Gerade so doch, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Wingsuit-Aufgaben auf der ersten Insel komplett. Ich darf mich nur noch auf der zweiten, dritten Insel komplett damit ankrampfen. Nein, ich wollte nicht doch mal. Nein, 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 nein. Hier, ach so, warte, ich muss ja erstmal abspringen. Herausforderung beenden, ja. Aha, Gottes Willen. Kann man auch als Schnellreise nutzen, mehr oder minder. Weil hier ist ja irgendwo die Herausforderung gewesen. Hier sind wir hin. Okay. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Genau, jetzt haben wir nur noch. Jetzt haben wir nur noch die Aufgaben. Okay. Dann machen wir mal eine Schnellreise hier hin. Gucken, wie viel da zerstören müssen. Ich finde, das ist eine ganz gute Abwechslung zu den Wingsuits gerade, weil ich habe auch gerade eine Zerstörungswut in mir. Okay, 30.000. Wir haben Möglichkeit mit der. Oh, sorry, Mahlzeit. Urga V-Dorfer 89 herumzuballern. Ich hoffe, dass die auch dafür sich geeignet gibt, sag ich mal so. Aber gut, wir werden es ja sehen. Ihr kennt das Spiel schon wieder. So. Irgendwas brauche ich noch. Eine Sache noch. Weil ich hatte ja den ersten jetzt eben am Boden fixiert. Vielleicht schaffe ich auch zwei mit einem Streich. Okay. Ja gut, gescheitert, weil ich gestorben bin. Ich muss da anders rangehen. Ich brauche einen Heli unbedingt. Wiederholen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Sachen gar nicht zerstört wurden, die ich ja angewählt hatte. Okay, es geht ja in einer Halbkurve. Oh, was sehe ich denn da? Ist das nicht ein Heli, wie ich ihn brauche? Hallo? Danke. Das hilft mir ungemein. Also. Moment. Und los geht's.
Okay, wir haben es geschafft irgendwie. Und wir sind sogar noch in der Zeit, Leute. Okay. Gut, dann kommt jetzt das nächste. Was ist denn überhaupt das nächste? Stimmt, wir haben noch das Bombending. Das müsste das nächste jetzt sein, von der Logik her. Die Suchgranate, finde ich gut. Dann brauche ich da nicht immer so Angst haben, dass die irgendwie vor meiner Nase explodiert. Genau, das mit der Bombe und dann kommen die anderen Sachen. Gut, mal gucken, was wir da erreichen und schaffen müssen. So, Crash Bomber. 17.000 wieder. Okay. Mit einem Sportwagen und dann müssen wir zu diesem Ziel auch noch. So was will ich auch. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Nicht entkommen. Wir haben es geschafft. Auch wieder First Try sogar direkt. Finde ich gut. Prima. Annäherungsauslöser. Sehr schön. Nächster Mod, Sicherheit. Ah, okay, das heißt, wenn wir zünden, dann zündet es erst, wenn wir es auch wirklich gezielt wollen. Ne? Deponier-Sprengsätze explodieren automatisch, wenn sich ihnen ein Gegner nähert. Das ist cool, das hätte ich früher gebraucht, aber gut. So. Jetzt ist das nächste dran. Und ich würde sagen, da ich nicht so gerade der beste Flieger bin, auch nicht gerade der beste Bootsfahrer, machen wir trotzdem erstmal das Boot. So. Bootsrennen. Wir müssen innerhalb von 1 Minute 25 durch sein. Ich würde sagen, gibt es noch ein schnelleres? Ich glaube, das, was ich gerade da auswähle, ist das schnellste. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. 1 Minute 25 Sekunden. Mehr darf ich nicht haben. Oh ja, das ist tatsächlich das schnellste. Das ist auch das stabilste. Und auch das schwerste. Deswegen ab dafür. Leider ist es nicht das wendigste. Schon. Über Kopf ins Ziel gekommen. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Bootfahrer, ich bin auch nicht der beste Flieger, aber immerhin haben wir es jetzt geschafft und dementsprechend können wir weitermachen. So.
So. Gut, nächste Bootsmod. Boot-Nitro. Das brauchen wir doch für die ganzen anderen Bootsrennen. Ist doch schön. Gut, dann machen wir jetzt das Flugzeugding. Und dann ist die erste Insel, wie gesagt, komplett abgehackt. Dann ist hier auch nichts mehr. Gut. Ab dafür. In der Hoffnung, dass ich das auch schaffe. Natürlich, ne? Mal sehen, was es... Gottes Willen, die Dinger. Na gut, wir kriegen es hin. Ach, das war der Flug. Ich entsinne mich. Okay. Und wir müssen nochmal machen, weil ihr habt es schon gesehen. 1 Minute 50, ey, wie soll ich das denn schaffen? Da muss ich ja wirklich fliegen, ohne mit den Links-Rechts-Paddel, sondern wirklich, ja, mit den Bewegungen. Aber dann komme ich ja nicht vernünftig... Kannst du mir erzählen, was du willst, da komme ich doch niemals... mit vernünftig voran. Nee. Da nehme ich ein anderes Flugzeug. Das merke ich so schon, dass ich damit... Der YouTube-Schrauber soll ja der schnellste sein, aber auch wendig. Versuchen wir es damit mal. So blöd es sich anhört, aber ich vermute, dass das sogar theoretisch vielleicht die beste Idee ist.
Nur theoretisch. Nee, ich glaube, das ist auch nicht die Lösung. Oder? Nee, wirklich nicht. Dann machen wir noch mal einen anderen. Der hier macht, glaube ich, Sinn. Ich versuche es halt wert, Leute, wie gesagt. Ja, die sind wendig und schnell, soweit ich weiß. Der ufert mir auch nicht so schnell aus, wenn ich nach rechts oder links drücke mit den Pfeiltasten. Aber immer noch nicht schnell genug, oder wie? Ah, wir gucken erstmal. Ne, es fehlen exakt 5 Stück am Ende. Dann muss ich wohl doch zu dem härtesten von den Geschützen greifen. Und zwar zu dem hier. Richtig schnell und fast nicht mehr steuerbar bei leichten Manövern. Das heißt für mich super Konzentration wieder. Oh, und Leute, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich krieg doch die Krise.
Boah, war das close. Boy. Ah, ich verstehe, man macht einmal einen Rundflug quasi und ich habe es gerade noch geschafft, Leute. Erste Insel ist furchtbar schlimm, alles zu schaffen, aber wir haben es gepackt. Oh, gut. Wir haben es irgendwie geschafft. Ich bin froh. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich einfach fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, haut rein und ciao. Tschüss.